Also Mario, der Chat sagt, wir sollten lieber zu einem Motel gehen. Okay. Ich gucke jetzt gerade erstmal, wo Mel ist. Ich stehe immer noch in dem Wald, wo ihr mich verlassen habt. Was, Ach, wo wir da. dich verlassen haben? Ich stehe Ja. doch. Du Ach, du bist. warst zu nah dran, deshalb habe ich dich nicht gesehen. Lass uns mal zu dem Auto von Zwerder gehen. Genau, da bin ich. So, ich habe jetzt ein paar Pfeile. Decken. Die Fabrik da links ist auch toll, aber da braucht man sehr viel Feuerkraft. Ja, also wie gesagt, hier ist sehr, sehr viel. Ich denke mal, wir sollten da tatsächlich zum Motel vielleicht hier unten rum. Da stehen auch ein paar Autos und auf der Straße dahin vielleicht auch noch mal ein paar Autos. Das Wenn eine der Auto weg. hier können wir vielleicht noch mitkriegen. Das hier hast du schon gemacht, gell? Das habe ich schon gemacht, ja. Da waren halt nur Teile drin. Sind zwar auch wichtig, aber gerade nicht Nee, interessant für nicht so mich. wirklich, ja. Das Auto, das will ich mir noch holen. Oh, das ist so ein Spucker. Getreff. Ha. Dumm, ja. Nicht getreff. Das ist er. Jetzt so tot. Bam! Okay. In sein Gesicht. Ach, das ist Oh, ein der hat Stoff! Wie viel Stoff war das fahrtüchtiges jetzt? Auto. Ich kann ihn nicht aufheben. Können wir nicht Pump machen? Nee, weil wir noch kein Reparaturkit und kein Benzin haben dafür. Wie Da viel kommt ein Stoff Hund, brauchen wir ne? für Dingens? Wo kommt ein Hund? Da hinten. Schade. Da hinten Ein kommt ein Stoff, Hund. aber ich kann nichts mehr tragen. Schade. Hast du jetzt was? Da ist nichts, was wir brauchen, Nee, oder das was? ist ein fahrbares Auto. Und das hat keinen Kofferraum? Ja, aber da ist ja nie was drin. Ach so. Da ist noch ein LKW. Ja, Und wir da ist können ein mal hier kleines in der. Häuschen. Das kleine Häuschen Naja. könnte doch. Lassen wir hier die Scheune Aber. durchgucken. Ja, in der Mitte der Scheune ist ein Zombie, Nee. sehe ich. Wenn du links am LKW vorbeigehst, sehe ich einen Zombie da drin. Mehr sehe ich Okay. gerade noch nicht. Nur Warte so mal, ich geh als. mal rechts rein, um zu gucken, wie viel da drin sind. Also der eine war der einzige und der geht gerade zum linken Ausgang weiter. Also das war auch der einzige, den ich gesehen habe. Ja, ist nur der eine. Da ist nichts drin. Auch leer. Silbererz. Ach, danke, Melle. Ja. Merci. Einmal getroffen. Du darfst dir auch die Pfeile holen. Hm. Glück hast, gibt's noch was Nettes raus. Ja, Die siehst du, du Kisten kannst den sind. Stoff genauso wenig nehmen. Das wäre jetzt der Stoff, den wir brauchen, um so eine kleine Dingsbums herzustellen, so eine kleine Minitasche. Aber, ja, das ist ein Stoff und ein Stoff liegt draußen und wir haben einfach zu wenig Platz, Platz. um überhaupt jetzt Stoff hier zu Ja, ich kriegen. weiß. Hier, das ist so scheibenkleisterig. Yeah. Kisten durchsuchen. Ja. In der Hoffnung, dass halt Ja. irgendwo. Überall, wo schon öffne steht, war er schon dran, Melle. Ach Falls so. du irgendwo eine Kiste findest, wo öffne steht und nicht E gedrückt halten, um Dingens, da war er dann schon drin gewesen. Ja, dann sind wir hier Diesmal dran nix. durch. Ah, nix drin, schade. Rechts ist ein Zombie irgendwo gewesen. Also Zombie mit Dobermann. Mal, warte mal, wenn wir von hier rechts, aber hier von hier gehen, könnten wir doch vielleicht eventuell an die Autos rankommen, weil das sieht ein bisschen weniger aus hier. Den einen da wegschnetzeln. Yeah. Oh. Yeah. Yeah. Läuft. Der steht noch mal auf. Ich darf nicht. Doch, ich darf. Oh, jetzt rennt er aber zu schnell. Bam. Okay, dann sammelt mal auf. Pfeile. Ich kam nicht wirklich zum Schießen. Ich habe jetzt noch 8, von daher. Oh ja, guck mal, das sieht hier Aber echt. Melle schießt ja auch ganz gut, muss ich sagen. Ja. Habe ich auch gerade festgestellt. Gar nicht so Ganz schwer, ne? überrascht. Also irgendwas treffe ich. Vielleicht kein Headshot, aber ich treffe. Ja, das ist die Hauptsache. Dann weiß man doch zumindest, man hat das System raus, wie es funktioniert. So, hier müsst ihr vorsichtig sein. Ich habe den dicken Gorilla schon gesehen. Oh, ich auch.
Noch wandert er dahin. Mhm. Erstmal gucken, dass wir die ganzen Kofferräume hier durchkriegen und vielleicht was finden. Ah. Oh, eine Knarre. Okay, die nehme ich steckig ein. Empfindliche und großes Benzin. Ah, das braucht keine. Wo läuft. Ach, da hinten läuft der dicke große. Okay, also ja. Da. Das und da läuft ein Dobermann. Und da kommt ein Zombie links von dir. Von dem Haus hinter dir. Na, wenn du dich drehst, kann ich nicht links, rechts, vorne sagen. Aber du siehst ihn ja jetzt, glaube ich, da an der Ecke. Direkt da an der Ecke. Ja, ach, da ist noch so ein Dicker. Da ist ach, noch einer. Okay, warte mal, der ist noch. Gut, dass ich geduckt bin. Warte mal, das weg. Die Magentabletten nehme ich mal mit. Ja, dann raus hier. Ja. K.O., das haben wir ja. Gut, das. Sollen wir denn dann in diese Richtung da, zu diesen Häusern, oder ist das eher noch auch nur Müll? Ja, das sind mehr Scheunen, ne? Scheunen sind ja mehr so Erze, Samen. Das Haus dort? Das Haus nehmen wir mal mit, ja. Sieh, guck mal. Was könnte ich runterdrehen, damit ich wieder besser? Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht das ist die, das ist nachts die Belichtung, die dich zum Ruckeln bringt. Jetzt geht wieder. Warum auch immer. Ist das hattest du das nicht früher auch? Oder ja, ich habe das früher auch sehr extrem gemacht, aber ich weiß absolut nicht, weil ich habe mir die Einstellung von mir habe ich ja komplett übertragen. Aber hattest du nicht dieses, damit man nachts besonders gut sehen kann, diese komische Einstellung, die dann aber dafür gesorgt hat, dass es negative Auswirkungen auf die... Die Lumen habe ich bei ihr gar nicht aktiviert, das habe ich ja auch schon lange wieder aus. Guck mal, da sind wir nicht an die Kisten ran. Ja, also hier sieht es momentan recht friedlich aus. Ich gehe mal ins Haus. Ja. Auch wenn es gerade recht dunkel ist. Und hier ist taghell. Ja. Oh Mann, Medizin Band 4, 5, Elektrotechnik Band 2, das ist genau das, was wir bräuchten. Oh. Schade. Das brauchen wir überhaupt nicht. Der ist immer noch Jahre entfernt gefühlt. Ja, aber die findet man nicht so oft. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht, ja. Warte, da bin ich jetzt, Melle, erschreck mich nicht so, ich denke, da läuft ein Zombie. Ja, ganz alleine habe ich mich hierher getraut und dann kann man da nichts anklicken. Macht nichts, aber vielleicht kommt ja noch irgendwo anders was. Gut, Elektrotechnik, das Band 2 nehme ich mit. Medizin lasse ich jetzt hier liegen. Das Band 4 und 5 sind wir wirklich noch ewig weit weg. Ist auch was in Mülleimern? Du musst hingehen und gucken, ob du E drücken kannst. Das ist hier sehr, sehr, sehr wischiwaschi gemacht teilweise. Also man kann Glück haben, du kannst auch Pech haben. Ich bin's bloß. Ich hab eine Wollmütze. Yippie. Jetzt ja, zieh mal an, dann weiß ich wenigstens, wer was ist. Ganz genau. Wird dann halt nur unnötig warm, aber hey, besser haben als nicht haben. Ja, ich zieh die auf. Ja. Okay, das Haus ist gelootet. Sehr schön. Ja. Halt, stopp. Aha. Wenn wir da lang laufen, da kommt doch dieser Hafen. Der Fischerdorf, ja, da könnten wir auch mal ein bisschen gucken. Ja. Jetzt so das Einzige, was noch... Bitte komm. Da haben wir noch ein paar Autos unterwegs. Das warte. Toll. Moment. Ja, ich bleib bei dir stehen. Welche von denen? Die schmecken nicht nach Zitrone, ne? Nein, leider nicht. Geht halt die anderen. Okay. Ja. Mensch, Mensch, sehr schwierig hier. Manchmal ja. Manchmal, aber nur manchmal. Dann wollt ihr euch hier gleich die Dinge wieder auffüllen? Die Pfeile? Also ich muss momentan nicht auffüllen, müsst ihr auffüllen? Ich habe 8 momentan gerade, aber Melle schießt so gut, da soll sie mal die Pfeile nehmen. Da unten ist Wasser, kann man das Wasser trinken? Nein, also du kannst es trinken, aber es ist immer Gefahr auf Durchfall. Du kannst kein einziges bisschen Wasser hier trinken, ohne es vorher abzukochen. Genau. Und wir haben kein Lagerfeuer, weil wir einfach unterwegs sind. Ja, wir haben zu Hause haben ein Lagerfeuer. Und abkochen kannst du auch erst, wenn wir einen Kochtopf gefunden haben. Okay. Genau. Ja, irgendwie macht Sinn, ne? Ja, und um den Kochtopf zu finden, brauchen wir natürlich erstmal einen Rucksack. Okay, dann lass uns mal das Fischerdurch einfach durchgucken. Irgendwas, was ich tasche. Oh, warte mal. Fangen wir da an und dann laufen wir nämlich da das Dorf so runter. Ja. Fangen wir wo an?
links. Genau, noch nicht mal Regenwasser ist zum Trinken übrig. Genau, muss da auch am Bahnübergang standen auch immer wieder Autos, ja. Oh, waschen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ja. Die riechen einen noch nicht hier, aber ich mach's trotzdem immer, wenn ich da bin, weil ich habe meistens keine Lust, von der Ferne dann wieder herzulatschen. Da bin ich einfach zu faul zu. Da kommt ein Zombie! Ah. Au, au, au. Nein, nein. Frauenhass hier. Mögen nicht. Er hat mich nicht mögen. Ja, da hinten sind auch nochmal zwei. Den hab ich gerade noch. Ah ja, da kommt. Ah. Das ist so ein Spucker. Mhm. Es wäre ja schön, wenn der sprengen würde, sobald er ins Wasser kommt, weil. Aber die gehen ja nicht ins Wasser, das ist ein bisschen blöd. Ich muss auch sagen, ich finde seit den neuen Zombies habe ich das Gefühl, dass da kommen nochmal zwei, habe ich das Gefühl, dass die viel mehr durchhalten. Ja. Oh, stehst du nochmal auf. Ja. So. Du hast geflext, liegen zu bleiben, mein Freund. Da ist nochmal einer, ne? Aber vielleicht können wir den liegen lassen. Vielleicht. Maybe. Da drüben. Jetzt okay. Och nö, jetzt bin ich schon wieder am Bluten. Ich bin 23. Oh, hat die dich schon wieder erwischt? Die dumme Kuh hat mich doch angegriffen. Shit, ich hab natürlich. Nee, da habe ich noch nichts. Was denn? Nein, das ist die Uhrzeit im Spiel. Ach so. 16. Ich glaube, diesmal wirst du hin. Den leg dich wenigstens bei mir hin. Wo bist du denn? Mitten im Dorf, oder was? Ja, dass ich aber hier dann stehen kann und dann warten kann, bis du wieder zurück bist. Weil ich alleine. Du lebst noch und blutest nicht mehr. Das ist doch schön. Ja, ich bin. Nein. Ja, dann hoffen wir mal. Vielleicht finden wir hier was Medizinisches. Aber war ich schon bei 59, als die blöde Kuh mich angegriffen hat. Mhm, das kann mal weg. Von 47 auf 59. Ja. Und achte auf deinen Bogen, weil. Ja, zwei Viertels. Aber ich kann da nicht heile machen, ne? Nee. Ich habe auch fast keine Pfeile mehr. Hier nicht. Dann mach da Steine, Stöcker. Dann. Ich geh mal kurz das erste Haus hier mal rein. Mhm. Das ist gerade Zombie-Arm hier. Okay. So, wo ist die Tür jetzt? Da. Sehr dunkel. Mhm. Handschuhe, ganz wichtig. Kleine Bäume. So ein kleines Bäume. Nein? Nochmal Handschuhe. Der findet die Komplettausrüstung für uns hier. Nochmal Stiefel. Ich habe Stiefel gefunden. Oh. Ich glaube, wir müssen uns langsam zu ihm. Ah, geht wieder nicht. Wo sind kleine Bäumchen? Steinpfeil herstellen. So, haben wir zumindest schon mal zwei wieder. Ich finde keine kleinen Bäumchen. Da wäre der Werkzeugkasten, den wir bräuchten. Oh Mann. Ja. Ja, hier ist er, oder? Ne, der war, glaube ich, zu klein. Ich muss meine Dosen nochmal abstellen. Hier sind doch kleine Bäumchen. Ja, habe ich gerade gefunden, aber ich muss meine Dosen raushauen. Also, ja. Das kann ich nachvollziehen. Das kann ich nachvollziehen. Nee, reicht immer noch nicht. Eine Schulterlampe. Die sind länger als der Pfeil, die Stöcke halt. Ja, meine Flaschen. Auch raus. Axt kaputt.
Ich habe hier nochmal Turnschuhe und nochmal T-Shirts. Also wenn ihr dann gleich fertig seid und zu mir kommt, dann könnt ihr euch ein bisschen einrüsten. Ja. Warte mal, das mache ich weg. Dann nehme ich lieber den Sonnenhut. Turnschuhe. Ja, nehme ich das jetzt. Das nochmal. Ja, weil ich kriege nämlich nicht alles mitgeschleppt. Eine. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ein Stein. Oh, warte mal, das Top, das kriegt Melle. Das ist aber gnädig. Ja. Axt. Herstellen. Naja, wir sie auch wieder herstellen. Erstmal Pfeile. So. Wo ist sie denn? Da drin? So. Da, 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 da. Bring mal ein paar Sachen mit hier raus. Nein, warum machst du die Tür zu? Weg da. Schaffst du das, hier, Melle? Johann? Ich mach grad Pfeile. Schaffst du das? Brauchen wir ich halt, ne? Ja, kein Thema, sonst würde ich schon mal hingehen und mal schon zu Strider und schon mal die Sachen holen, weil. Ja, aber es sieht ja hier nicht nach Zombies gerade aus. Genau. Dann würde ich mal zu ihm hinflitzen. Genau. Wird auch langsam müde. Da. Da bist du ja. Genau, nimm mal das, was du kannst. Das Shirt, das gebe ich Melle. Das steht ihr besser als dir. Jetzt zieh die Sachen doch direkt an, wenn er, ja, wenn er kann. Ja, genau. Vollmütze. Zack. Die Shirt kriegt Melle. Ja, das kriegt sie. Ich glaube, ja. Dann ist sie, fühlt sie sich als Frau auch ein bisschen wohler. Ja. Ich meine, wir Männer, wir können in Unterhose rumlaufen. Das ist kein Ding. Das ist auch gut für sie geeignet, glaube ich. Ja. Oh, cool. Dich auch. Da sogar ein paar Schuhe hast du für sie noch. Das ist doch ja, cool. Ja, das war gut, was ich gefunden habe. Ja, einmal frei. Was? Ja. Ah ja, warte mal. Ne, die Schuhe, ja. Strider, duck dich mal bitte, auch mit C. Und dreh dich dann mal, guck mal nach links. Da, wo oh, der ja, fette Baum ist, links dran vorbei. Ja. No. Da ist einer. Wie war das nochmal? Oh, das ist ja gehüpft. Ja, stimmt. Ich müsste mal wieder was zum körperliche Stärke auffüllen. Aber keinen Bock nach Hause zu laufen. Körperliche Stärke. Ich habe noch ne schmackhaftes und reichhaltiges Dosenfleisch. Das kannst oh ja, du auch sowieso. Oh, bleib mal da. So, müsste direkt bei dir sein. Ja, 20, das ist gut. Ich bin noch bei 56, aber das ist ja ganz gut mit dem Auffüllen so von daher. Ja, jetzt bin ich bei 57 wieder. Ah ja, gut, das passt doch. Sehr schön. So, jetzt wird es auch wieder hell. Wo sind denn die Schuhe von ihr? Da sind die Schuhe. Definiere, hä? Meine Steinaxt ist kaputt. Ja, ja? Richtig. Ja. Ja. Jetzt habe ich eine neue gebaut und ja. Finde ich. Na, die wird jetzt wahrscheinlich daneben liegen, weil. Die, genau. Hab sie. Wäre aber trotzdem cool, wenn du erstmal herkommst, Melle. Ja. Weil du dann was zum Anziehen hast, dann hast du schon ein bisschen mehr Verteidigung. Werkzeugkiste, ja, die Werkzeugkiste können wir nicht einpacken, die ist einfach noch zu groß. Ja. Ich hätte die gerne eingepackt. Beziehungsweise, warte mal, wie groß ist denn die? 4x? Oh, 4x3, glaube ich. Warte mal, wenn ich den Stock rausschmeiße, dann habe ich auf jeden Fall 4 hoch. Das Eisen tun wir mal darüber. Das tun wir dahin. Also, die kriege ich, glaube ich, mit. Dann muss ich zwar meine Dosen Fleisch in Honigsoße essen, aber das macht nichts, weil Hunger eh da ist. Dann würde ich die jetzt mitnehmen. Da muss ich mal gucken, wo war die jetzt? War die in dem Haus oder in dem anderen Haus? Weiß ich nicht. Ich glaube, in irgendeinem geöffneten Ding. So. Okay.
komme. In beiden Häusern. Hier, ich hab sie. Bleib Warte, ich mal hol sie hier gleich als mal raus. Standby, damit du hierher kommst. Genau. Hier lang. Ja. Und dann rechts vor dem Haus, da wo Striders steht, da sind. Ich glaube, da ist die Werkzeugkiste. Da kommt ein Zombie. Ja, da kommt ein Zombie. Und er spuckt die Sau. Und er spuckt euch weiter. Boah. Jetzt kannst du. Ich habe meine Pfeile jetzt. Mann. Okay, also. Einfach draufklicken, dann sammelt der automatisch. Ja. Sieht doch gleich viel besser aus. Warte, wer ist jetzt mit der mit dem Anglerhut? Das bin ich, das bin ich. Und du mit der Wollmütze. Und Schuhe genau. haben wir jetzt alle. Ja. Oh, die Turnschuhe, die stehen. Willst du die lieber haben? Nee, ich hab keine. Die gefallen mir. Meine gefallen. Also ich habe 3 Pfeile und der rennt weiter rein und wir haben überhaupt gar keinen Platz. Aber ist okay. Ja. Ich bin mit Pfeile auch nicht so gut ausgestattet jetzt. Ja, ich habe die Hoffnung, dass wir hier noch... So, jetzt aber. Durchgeglutscht. Ja, aber solange der Grüne nicht herkommt, ist das ja okay. Da, aber da war doch vor uns einer. Na, der ist da hinten. Okay, warte mal, nächste Haus kurz rein. Kann ich jetzt meine Pfeile weitermachen? Quatsch, da war ich. Warte, lass uns erstmal kurz hier geschwind durchrushen. Und dann gehen wir eh gleich wieder in den Wald. Nur mal geschwind hier. Da, wo wir jetzt ankommen, kurz durchsuchen. Och, das ist nix. Das ist auch Mario nix. Ist weg. Oh, shit. Ja, zurück. Ich denk grad, warum rennt er so gegen die Wand hier? Und jetzt stand gerade dran, Mario. Ja. Okay. Kommt bestimmt gleich wieder. Kann ich doch hier schon meine Sachen. Ja, ich bleib hier in dem Haus drin, damit das Bohren nicht. Also ich gehe hier ins Haus. Ja, ich stelle meine Dosen hier schon ab. Oh, eine Jacke. Okay. Bum, bum. Da ist er wieder. Okay, das. Da ist er wieder. Aber wir haben es schnell gemerkt diesmal. Ich hatte nur gefragt, ob du da oben in beiden Häusern warst, die zwei, die daneben sind, oder nur in dem einen. Jetzt in dem zweiten gerade drin. Achso, da wo ich gerade hinzulief. Wo bin ich denn? Ach. Nee. Okay. Ja, okay. Da habe ich nämlich noch eine Jacke gefunden, die kannst du anziehen. Das ist cool. Boah, jetzt gucke ich das. Da nix. Da okay, dann habe ich durch. Da ist noch ein Werkzeug. Oh, schade, dass sie nicht stecken. Ja. Wo war die Jacke, die du gefunden hast? Hier auf dem Boden. Siehst du die nicht? Okay, vor Klumpen nehme ich noch mit. Die liegt jetzt direkt hinter hier. Dir. Okay. Alles klar. Ja, jetzt erkennt man. Also, Melle, ich bin der mit der Wolle, der aussieht wie im Winter. Ja. Stratus ist der im Sommer. Das geht. Winter und Sommer. Tausch mal kurz meine Schuhe aus. Da gammelt der Typ schon rum. Ich hatte Lederstiefel gehabt, aber die Sportschuhe sind besser im Laufen. Sollen wir links oben noch in Angriff nehmen? Dürfte weit genug weg sein, oder? Ja. Müssen wir aber kurz warten, bis sie wieder da ist. Ja. Ich habe zwar auch nur noch 7 Pfeile, aber ich will, wie gesagt, hier erstmal durch. Ja.